Willkommen bei Watch Dogs. Euer Basmati-Team hat sich wieder das Beste rausgesucht. Und machen wir mal GTA-Style. Ja, die ist mir reingelaufen. Das ist übrigens mein Auto. Und jetzt sind auch schon die Cops hinter mir her. Jetzt wollte ich euch mal die Ego zeigen, die ich sehr schön gelungen finde. Und ein programmierter. Oh, oh, oh. Autounfall, das war nicht meine Schuld oder so. Und das Auto sieht echt schön aus. Steigt einfach mal ein. Und die Musik, erste Sahne. Die ist echt. Haben sie super hingekriegt, die Musik. Ja, das läuft schon. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr das System schon kennt, ob ihr euch darüber informiert habt. Mit Q kann man quasi alles hacken. 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 Hacken kann man damit alles. Nee, hacken kann man damit alles. Und zwar hat man unten eine kleine Batterieanzeige, das ist vom Handy. Und wenn die Batterie halt leer ist, funktioniert das Hacken an sich nicht mehr. Genau, und dann sieht man halt dieses Q und dann wird zum Beispiel jetzt bei den Ampeln, werden die Ampeln auf grün geschaltet. Bei den Pollern hier fahren Poller aus dem Boden heraus. Das kann man halt nutzen für Verfolgungsjagden, oh, für Verfolgungsjagden gut hinter sich zu bringen. Und ja, ist ein echt cooles System. Also ich finde, das Spiel macht von Anfang an Spaß. Das Autofahren ist einfach der Hammer. Ich habe auch schon ein Online-Rennen gemacht. Da kann man auch die ganzen Hack-Funktionen kann man da auch alle einsetzen und die Gegner damit irgendwie ein bisschen stoppen, aufhalten, langsamer machen, was auch immer. Und es macht schon richtig Spaß auf jeden Fall. Wupp. Natürlich habe ich jetzt die Polizei wieder im Arsch, weil ich habe ja eine umgebracht. Ja. Ja, oh ja. Okay. Da haben sie mich wohl verloren. Pech gehabt, ne? Also für alle Sachen, die man als guter Mensch tut oder als böser Mensch, hier ist zum Beispiel auch so ein Feature, kann man einfach den Kran hacken und runterlassen. Dann das Deckungssystem ist sehr gut. Würde ich sagen, machen wir mal den Auftrag da. Das Online-System habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, das kommt so mit der Zeit. Der Karre will ich jetzt nicht weiterfahren. Oh, die war schön. Betonung auf wahr. Das sind keine echten Karren, also haben keine Lizenzen oder so. Aber man erkennt eigentlich, was es sein soll. Ja, freut mich jetzt so ein bisschen, dass die Aufnahme funktioniert. Och, der ist ja viel schöner als meiner. Das ist übrigens mein Lieblingswagen hier. Der sieht von hinten aus wie ein Mercedes, BMW oder sowas. Ja. Von den Lichtern wie ein Mercedes, finde ich, und von der Form wie ein BMW. Aber ich kenne mich jetzt nicht so wirklich gut aus mit Autos. Miau. Also das Fahrgefühl ist hammergut. Richtig schnell und zackig. Ja, halt mal hier an. Jetzt haben wir hier direkt eine Online-Mission. Und zwar muss man dann. Jetzt werde ich teleportiert in der Online-Mission. Habe ich auch noch nie gemacht, deswegen ist es eigentlich ganz cool. Okay, da müssen wir wohl hin. Da ist die Datei. Hier ist mein Spielkollege. Hier hatte ich schon eine Mission im Singleplayer gehabt. Da ist auch schon direkt was explodiert. So, jetzt kriege ich irgendwie die Datei. Und jetzt habe ich die Datei. Jetzt müssen wir weg.
Oh. Oh, da hinten ist der andere Spieler. Oh, wow. Wird natürlich direkt auf mich geschossen. Und da haben wir ihn. Datei wird gestohlen. Außerhalb der Reichweite. Okay, ich muss jetzt irgendwo hier wegkommen. Oh, das ist ja ganz schön spannend. Auch ganz cool auf jeden Fall. Ist das hier noch ein Mitspieler oder ist es die gleiche? So schnell kann die ja gar nicht hingekommen sein. Werden wir jetzt erstmal ein schnelles Auto suchen. Fahr, 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 fahr. Da passt so Musik natürlich sehr gut zu. Boah, sehr geil. Kann ich sogar aus dem Fenster ballern. Ich kann aber sehr gut fahren. Ja, genau. Okay, jetzt bin ich gestorben. Die Datei ist zu 41% entschlüsselt. Worum es hier geht. Kann ich jetzt nochmal ins Spiel rein? Ja. Ja, okay, das geht. Dann werde ich mir direkt ein Auto schnappen. Bin ich natürlich jetzt am Arsch der Welt gespawnt. Gespawnt. Ah, ist ja gar nicht so weit entfernt von mir. Och, Alter, was ein Wichser. Bam in die Fresse. Och Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Hat er mich natürlich weggerotzt. Das war Kacke. Probier direkt wieder einzusteigen. Ob man die Waffen nachher ändern kann. Ich habe da irgendwie nur drei Pakete zur Auswahl. Ah, ich will direkt wieder rein ins Spiel. Ja, komm, verpiss dich jetzt. Ja, natürlich, sauber. Komm ich da halt natürlich zu Fuß hin. Aber ist an sich eigentlich eine coole Sache hier, so eine, um eine Datei zu kämpfen. Ich würde das auch mal gern sehen. Oh, zu. Oh, die ist schon sehr krass entschlüsselt. 99% haben wir jetzt verloren. Ja, Mission gescheitert. Mann, sind wir Nulpen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Aber ich habe neue Fähigkeiten irgendwie. Aha. Ah, genau, jetzt kann ich ja hier bei dem Fähigkeitenbaum hier schön was freischalten. Okay, jetzt geht's weiter. Nächstes Match, denke ich mal. Das ist ja sehr cool auf jeden Fall.
Okay, Datei beschaffen. Sind zu dritt in einem Team. Ja, ich habe eine Kanone. Pferdchen anmachen. Wunderschön. Ja, ich habe immer noch eine Waffe. Sind aber auch Dovis, ey. Wie ich sagen, muss mal laufen dafür. Irgendwie schon. Ach ne. Ich will weglaufen. Nicht in Deckung. Okay, irgendwo da hinten ist er, ich habe ihn gesehen. What? Ach, von da oben. Oh, was eine Kacke. Ja, komm, als könnte er was. Er muss mir die jetzt erstmal klauen, damit er so weiter entschlüsseln kann, denke ich mir mal. Ja, er schießt. Mein Gott. Okay, jetzt hat mein Teammitglied die beschützen. Jawohl. Boah, so ein Feuerwehrauto ist perfekt dafür. Oh. Komm schon, gib Gas, Feuerwehrauto schön, gib Gas. Ist leider ein bisschen langsam, das Fahrzeug. Ist überfahren, Assi? Nö. Nö. Ach, ich habe ein Auto vor mir, das habe ich gar nicht gesehen. Wie sieht das Teil denn von innen aus? Oh, schick. Tja, kannst ja keine Feuerwehrkarre leisten oder was, ey. Nein. Wo ist der Penner, ey?
Komm schon. Scheiße. Ja, wäre ich lieber mit dem Feuerwehrauto weitergefahren, ey. Ja, das ist schon richtig fett, das Feuerwehrauto. Ich finde den Online-Modus auch an sich, der macht richtig Spaß. Ist echt cool. Hätte ich auch gar nicht so erwartet, irgendwie. Ja, ist mir jetzt zu lang hier zu laufen.